Chirurgie, Wundheilung, regenerative Medizin. Dank neuester Innovationen lassen sich Behandlungen wie diese bald noch effizienter meistern. Scapholinfliese bringen Medikamente und Enzyme gezielt an die Stellen des Körpers, wo sie gebraucht werden. Der Fließstoff mit heilender Wirkung ist eine Erfindung von Mitarbeitern der Freudenberg-Gruppe. Scapholin ist ein bioresorbierbarer Rohstoff, der vom Körper abgebaut werden kann. Mit Scapholin öffnen wir ganz neue Türen zur Therapie. Wir können zum Beispiel synthetische bioresorbierbare Fliese herstellen, wir können natürliche bioresorbierbare Fliese herstellen, wir können kombinieren, wir können Wirkstoff in die Faser inkorporieren und damit erfüllen wir die ganze Spezifikation von den Kunden. Unter Reinraumbedingungen werden natürliche oder synthetische Biopolymere verarbeitet und zu Fließstoffen versponnen. Die speziell von Freudenberg entwickelte Spinrotor-Technologie setzt neue Maßstäbe. Bei niedrigen Temperaturen entstehen technisch anspruchsvolle Fliese ohne schädliche Lösemittel. Die sensiblen Polymere verändern sich während der Verarbeitung nicht. Scapholinfliese sind biologisch abbaubar und lösen sich nach einiger Zeit im Körper auf. Für einen Patienten ist der Vorteil einer biologisch abbaubaren Fliese, dass sie keine zweite Operation mehr brauchen, um das Produkt zu entfernen. In trockenem Zustand ist Scapholin flexibel und reißfest, in feuchtem Zustand elastisch dehnbar. Dabei behält Scapholin seine Struktur. Die Fliese klumpen nicht. Scapholin kann daher optimal in den Körper eingebracht werden. Die 3D-Struktur des Flieses kann je nach Bedarf angepasst werden. Der Vorteil für den Kunden ist, dass Scapholin eine Plattformtechnologie ist. Sie müssen sich vorstellen, das ist sogar ein riesen Baukasten. Wir kriegen von dem Kunden eine Anforderung und schauen in der Chemie, die existiert, in der Biologie, die existiert, was ist die beste Lösung. Und mit der Maschine und der Plattformtechnologie, die wir aufgebaut haben, können wir Fliese herstellen, das heißt 3D-Struktur, die genau diese Anforderungen erfüllen. Schon während des Produktionsprozesses lässt sich eine Wirksubstanz in die Fasern einbringen. Hydrophile und hydrophobe Eigenschaften können optimal angepasst werden. Die eingesetzten biologisch abbaubaren Polymere wie Gelatin bestimmen das Dehnungsmuster und die Reißfestigkeit. Die anspruchsvolle Scapholin-Produktion im Reinraum garantiert dem Kunden Zuverlässigkeit, gleichbleibende sowie sichere Qualität.